Ja, die Vorfreude ist extrem groß bei mir und bei der gesamten Mannschaft. Wir freuen uns, endlich die Saison zu Ende zu bringen und das hoffentlich mit einem guten Ergebnis für uns in dem Verein. Ja, ich freue mich riesig. Das ist das erste Hamburger Pokalfinale für mich. Also auch die erste Runde, die ich im Hamburger Pokal spiele und jetzt direkt das Finale. Also ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, wir haben die letzten Wochen sehr darauf hingefiebert, sind voll fokussiert und wollen natürlich das Ding nach Hause fahren. Wir haben erstmal schleppend angefangen, auch wenn die Ergebnisse dies nicht widerspiegeln. Da waren wir noch nicht so zufrieden, aber dann, als wir uns auch in der Rückrunde eher gefangen haben, haben wir auch im Pokal deutlich bessere Spiele gezeigt. Vor allem das Spiel gegen Concordia bleibt da im Kopf und das wollen wir jetzt ins Pokalfinale natürlich mitnehmen. Also wir sind bis auf, weil wir am schwersten haben wir uns gegen Kummerfeld getan, tatsächlich sonst eigentlich relativ souverän durchgekommen und so soll es am besten auch im Finale ausgehen. Ja, die TSV Sasel schätze ich als eine sehr, sehr euphorisierte Mannschaft ein, die auf Regionalliga-Niveau agiert. Sie haben eine sehr, sehr spielstarke Ausrichtung in ihrem Spiel. Ich glaube, dass sie auch sehr, sehr vielfältig sind in den Schützen, die auch die Tore schießen. Ich glaube, da sind 5 Spieler dabei, die über 10 Tore haben. Eine sehr, sehr reife Mannschaft und da sind wir bewusst, dass wir an unsere Grenze kommen müssen, um sie zu schlagen. Ich habe sie tatsächlich sogar 2-mal gesehen diese Saison. Also die können echt gut Fußball spielen, können gut zocken und sind ja auch verdient vor Dassendorf Meister geworden. Also ist eine sehr gute Truppe, die es erstmal zu schlagen gilt. Ja, kommt natürlich mit Euphorie. Ich glaube, dass sie die Saison vergolden wollen. Das wollen wir natürlich auch. Ja, nicht zu unterschätzen der Gegner, aber klar sind wir die Favoriten und das wollen wir auch zeigen. Ich glaube, dass wir auch oft in der Liga als Favorit jetzt in die Spiele gegangen sind. Daher sind wir uns der Rolle schon das ein oder andere Mal bewusst gewesen. Ob es ein Vor- oder Nachteil ist, wird man an dem Tag sehen, aber am Ende des Tages wissen wir, dass es auf uns ankommt und wir wollen da unsere Leistung auf den Platz bringen und dann glaube ich, dass wir da sehr gute Chancen haben, das Spiel für uns zu ziehen. Ja, wir wollen Sasel schlagen, indem wir unsere Athletik auf jeden Fall auf den Platz bringen. Ich glaube, dass wir da einfach einen Vorteil haben und da muss man auch einfach erkennen, dass wir ein anderes Spieltempo gewöhnt sind als der Gegner. Dann ist auch bekannt, dass unsere Stärken viel mit dem Ball liegen. Da wollen wir auch probieren, über die 90 Minuten eine gewisse Dominanz auszustrahlen und uns viele Torchancen herauszuspielen und dann die eine oder andere dann auch zu verwerten.